Hoch, Happy könnt ihn voll auf den Kopf kacken. Wem? Der da unten ist. Da, die 1. Blöd. Nein, nein! Er ist tot. Okay. Was war denn das, ey? Hast du was gesehen? Ich hoffe nicht. Wir setzen eine. So, einen wunderschönen, liebe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück in Wildlands. Mit dabei der Wenzel. Ein wunderschön. Und der Happy. Moin, moin. Tja, dann wollen wir mal loslegen. Wir nehmen uns irgendeinen random Wagen. Wer fährt? Na, die Frau. Wenn wir die Blondinen fahren lassen. Ich fahre. Und Radio erstmal ausmachen. Irgendwann werden unsere ganzen Videos gestrikt und wir werden nicht mehr reich mit YouTube. So sieht's aus. Ja, die ganzen Millionen, die uns denn der Flöten gehen, ne? Ja, für die 3 Sekunden. Ja, genau. Jede Sekunde 3 Millionen weg. Mindestens. Frag mal Gronkh. Ach, da ist sie gleich hier um die Ecke. Oh. Ach so, hier ist es ja. Ups. Merken die uns? Warte mal, sind das 2 Container? Ja, die sehen uns. Geh mal da. Die fahren weiter. Achso, die waren das. Leute, das sind echt 2. Oben. Irgendwie von ein. Seiten. Tot ist er. Wie jetzt? Ich auch. Ich heb euch gleich. Wo sind die denn? Ja, auf dem Turm. Ich hab einen weggemacht. Achso, ja, okay, da... Auf der einen Seite hab ich die gesehen, aber auf der anderen Seite war auch... Da läuft noch einer beim Turm herum. Unten laufen die rum. Ich lass dich nicht sterben, Zigaretten, Buddy. Verdammt, das war Buddy. Wenn es schon seid, guck ich nach den Typen. Da ist er. Und noch einer. Drohne ist oben. Und weg ist er. Alles safe. Was für ein Glück. Dann würde ich sagen, dann würde ich mal sagen, so auf zum Leutnant. Seht ihr welche? Da. Irgendwo ist was. Da ist noch was. Wo denn? Oh, nee, hoppala. Ich sehe nichts. Ach. Nee, hier ist doch nichts. Doch, da oben. Hier da oben. Da, 190 Meter. Okay. Jetzt ist er tot. Sniper. So. Wenigstens. Hast du jetzt eigentlich Markierung? Ja, oh, da ist irgendwas explodiert. Ja, ich hab jetzt Markierung. Hier da rechts sind welche. 3 Stück. Oh, die Lilanen, das ist hier Armee, ne? Muss man aufpassen, ja. Die hab ich gerade markiert. Ja, jeder einen, oder? Würde ich sagen. Okay, versuchen wir es mal. Hin? Wie markiert das? Noch nichts markiert. Ich habe die bei mir markiert. Also nein. Die sind lila, weil ich die markiert habe. Die sind nicht lila, die sind anders, farbig. Bei mir. Das sind lila, Björn, Alter. Also bei mir sind die lila. Mhm, okay. Ich nehme 3. Ja, ich muss andere. Von wo denn jetzt schon wieder? Wie oft kommen die denn noch von hinten? Spawnen die die ganze Zeit nach? Ich weiß nicht. Ich bin weg. Komisch, oh Gott, von hinten, Alter. Da ist gerade ein Auto angehalten. Ja, da wurde gerade einer mit dem Auto weggemacht. Das, als wenn die da hinten die ganze Zeit nachspawnen. Ja, nee, das ist ein Polien-Auto gewesen.
Unidat ist auch da. Seid ihr beide tot? Ja. Ja. Musst du aufpassen. Ich komm zu euch. Die Armee ist hier. Ah, ich lauf weg, ich komm gleich zu euch. Ich bin auch tot. Läuft. Ich hätte es aber fast geschafft. Ja, fast. Tja, das ist ein Ladebildschirm. Ah, jetzt. So, jetzt geht's. So, wo war so, noch bitte. Mal? Hey, also, nee, jetzt ist er weg. Ja, gut. Na, dann gehen wir da halt hin. Gut, wo gucken, ob wir hier also anhalten können. Haben die hinter uns ganz schön gefickt. Sag mal. Jetzt schon wieder da. Tango ist tot. So, stehen bleiben. Drohne steigt auf. Oh, wir haben noch eins. Ich fahre. Er geht erst mal Kofferraum. Mach mal, nee, ist geht sicher. Die Mucke aus da. Sehr gut. Im Kofferraum ist sicher. Erstmal weg hier. Ja, erstmal Gas geben. Au. Wir sind keine Freiwilligen, wir wollen einfach nur unseren Auftrag erledigen. Ja. Wäre erstmal besser. Guck mal da drüben links, Alter, das geht gar nicht. Was drüben links? Hast du nicht die ganzen bösen Buben gesehen? Nein. Boah, das war wohl jetzt schon fies. Schade, dass das Schild da war. Fällt uns einfach so rein. Wäre lustig gewesen. Platsch. Erstmal eine Runde schwimmen gehen. Ah, hier gibt's Cola. So, jetzt die Frage, was müssen wir hier machen? Hier gibt's auf jeden Fall auch ein Informationslager. Ich würde fast sagen, laufen wir in die Stadt rein. Wow, ist die standhaft, die Dame. Zum Beispiel hier bei C. Da wäre was, da können wir gleich irgendwas aus den Typen herausprügeln. Da wollen wir dann erstmal C machen oder zur A machen? Na, C hole ich mir immer schnell. Ach, da ist ja noch was. Ach so, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich mache mal schnell ein paar Fotos. Ich komme gleich hinterher. Ja, du machst Fotos. Ja. Jetzt können wir zu A. Denk dran, 30 hier, ne? 30er Zone. Ich werde Schwarzpulver aus meinen Kugeln nehmen. Was? Wie viele Autos hier sind? Waren die schon immer hier? So viele? Ich weiß nicht. So, erstmal Drohne oder was? Würde ich sagen, erstmal aufklären. Drohne fliegt. Ja, wenigstens kann ich jetzt die Dinger sehen. Ich habe noch einen Tango. Da ist noch ein dritter. Wie? Oh! Ah ja, da muss man aufpassen. Hier sind, glaube ich, einige. Wie sink ich denn eigentlich hier? Er ist Nummer 5. Mit String oder so. Naja, schon. Ach, das fällt schon nicht auf mit einer Drohne im Haus, oder? Nö, überhaupt nicht. Ich nehme mir mal das Dokument damit. So, ich hab markiert. Mhm.
Na, ich könnte die drei machen. Das würde niemand sehen. Okay, jetzt würde die zwei das sehen. Tango getroffen. Einen Turm habe ich schon mal. Jetzt kommt nur einer zu mir runter gerannt gerade. Nee, doch nicht, das ist ein Haus. Na komm, beug dich vor. Mist, den wollte ich. Tut mir leid. Sieht gut aus. Ich glaube, alle sind tot, oder? Können wir hier noch irgendwo hin? Nee. Nee. Einer lebt da, oder? Da im Haus, glaube ich, drin. Im Haus? Weiß ich nicht. Ja, das hab ihn. Oh, sie haben mich entdeckt! Aha. Ja, jetzt merke ich's auch. Wo denn? Die rennen hier überall rum. Ich sehe hier keinen. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Juri und Polito verhören lässt. Der weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken. Aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. Ach, da oben auf dem Dach. Noch irgendwo jemand? Ey, was ist denn? Nee, jetzt nicht mehr. Ah, ich hab dich gesehen. Zeig dich. Oh, Happy könnte ihn voll auf den Kopf kacken. Wem? Der da unten ist. Da, die 1. Nein, nein. Er ist tot. Okay. Was war denn das, ey? Hast du was gesehen? Ich hoffe nicht. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Ich hab nur... Nein, 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 nein! Ich hab gesehen, wie dein Ding plötzlich runtergefallen ist. Ja, ich wollte runtergucken und er ist dann gesprungen. Ah, ach, ja. Oben. Santa Blanca Rebellen greifen an. Okay. Frage, wo bist du? Ach, da. Na, kann man auch gleich hier so ein Ticket mitnehmen. Hier so ein Dingens hier. Oje, Juri. Wie lange hängt der Typ schon da? Je ne sais, amor. Moment. Lebt er denn noch? Sieh nach, ob er atmet. Ah, er lebt da muerto. Mause tot. Er ist unter der Kappe erstickt. Ich glaube, jetzt ist alles hier, ne? Mierda. Ich sagte ja doch, das ist. Oh Gott, ist das hoch! Du hast eine Latte. Mhm. Ich zieh ihm die Hose aus. Hä? Ach, da! Eifersüchtig auf eine Leiche, Biscotto. Ach, was zum Teufel. Jetzt geht's. Der Ring von dem Typen stinkt wie Scheiße. Und vom Körperpfleger hat der auch noch nie was gehört. Der Lümmel sieht aus wie eine Chorizo, die man durch Hundehaare gezogen hat. Hilfst du mir noch endlich, ihn unterzuschneiden? Theoretisch könnten wir weiter nach Süden gehen. Da gibt's Fertigkeiten und so eine wichtige Aufklärung noch. Oh, jetzt wird er schlaff. Jetzt sieht er aus wie das Dokument hier. Kahn, der sich ewig nicht rasiert Jupp, hab ich. Amor, por favor. Jetzt schau mal bitte kurz woanders hin. Und jetzt wäre zum Beispiel gut, wenn wir jetzt einen Helikopter nehmen. Weil Autofahrten sind immer gemeingefährlich, wenn wir mit einem Auto unterwegs sind. Wir sollten den Helikopter dann nehmen. Oh, ich bin tot. Wie hast du das jetzt geschafft? Sage ich nicht. Vor allem, wo bist du? Da hinten? Ich hab ihn schon. Danke. Hauptsache die Zigarre qualmt. Natürlich. Erstmal noch schön kräftig dran gezogen. Ernsthaft da runtergesprungen. Naja, ich hab andere Spiele gespielt, da konnte man das. Also, wenn ihr sehen wollt, was da passiert ist, mal bei Björn auf dem Kanal vorbeischauen. Genau, wenn ihr den richtigen Weg sehen wollt, könnt ihr bei Benze vorbeischauen. Einen kleinen Zusammenschnitt.
Oh Gott, ich weiß nicht mal, wie man fliegt. Wie fliegt man denn? Aufwärts, abwärts und ja. Ich hoffe hier. Guck mal, die wackeln da hin und her wie so kleine Spielfigürchen. Mhm. Ich hoffe, ihr habt euren Fallschirm eingepackt. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Muss man erst freischalten. Stimmt. Oh, guck mal. Hier können wir landen. Warte, landen, das kriege ich auch hin. Irgendwie komme ich bestimmt runter. Ja, mit STLG, glaube ich, strong, ne? Ja, aber pass auf, ich glaube, da sind ein paar Leute. Ein paar. Also lande nicht zu nah dran. Ich wollte auf die landen. Ich dachte, dann ist schon mal einer platt. Mhm. Machen uns eher platt. So, wie geht das nochmal? Die Waffe gezogen. Seht euch das Versorgungsflugzeug an. Sieht beladen und startklar aus. Tja, Pech gehabt. Wenn sie den Schlüssel stecken lassen, verdienen es die Trottel doch auch nicht besser. Also los. Ja, das sind auf jeden Fall vier. Fünf sogar. Also ich könnte versuchen. Ja, okay. Also die reagieren auch immer mal auf die Drohne, wenn man nah genug dran ist. Okay, wir haben es geschafft. Nee, doch nicht. Ich hab nur ein Level up. So, jetzt noch jemand da hinten. Erledigt. Okay, passt. Die sind wirklich Profis, ne? Lassen wir uns nicht erwischen. Hey, wir schießen. Nein. Ja. Die Vollprofis. So, damit die auch nicht weg können hier, irgendjemand. Oh, bauen wir jetzt hier das Flugzeug oder was? Ja. Nee, eigentlich sind wir hier wegen den Extrapunkt. Das war ich nicht. Wegen den Fertigkeitspunkt. Das Flugzeug ist auch gut. Ja, das können wir gleich wegnehmen, oder? Ja, wenn wir schon mal hier sind. Santa Blanca Auszeichnung. Die Sicarios werden sie vermissen. Das macht dann am besten Happy. Happy weiß, wie man fliegt. Er hat einen Flugschein. Ich nicht, oder was? Was passiert, wenn man da vorne reinläuft? Soll ich mal versuchen? Wäre laut ungünstig. Jetzt sind wir denn auch tot. Also wer auch immer das da vorne geparkt hat, ist... Ah, sehr gut. Hätte ja was werden können. Ich könnte auch mal meine Drohne rausholen. Ich glaube, hier kann man es sogar. Ja, versuch du. Nee. Aber wieso? Soll ich machen? Nein. Beziehungsweise, warum sollte man hier jetzt eine Drohne rausholen? Weiß ich nicht. Warum sollte man generell in ein Flugzeug eine Drohne rausholen? In einen Helikopter kann man das perfekt machen, damit man dann gucken kann, was unter ihnen ist. Setze Drohne rein. Ich hab... Ah! Okay. Das war deine Drohne? Nein. Das sah aber tatsächlich aus Versehen. Ich wollte X drücken. Hier ist es schon, tatsächlich. Letztes Mal sind wir anders geflogen, glaube ich. Es gibt viele Wege. Mhm. Ich mache nochmal einen kurzen Rundflug. Ja, wäre nicht schlecht. Noch mit Treibstoff verballern. Ja. Gut aus und Motor ausschalten. Okay, doch nicht. Hä? Geht es? Klar geht das. Die schönen Kühe. Glaub nicht. Nein! Bertha! Hat's geklappt oder müssen wir erst zurück? Ich muss ihn umdrehen. Guck mal, die Bewohner kommt schon angerannt. So was ist das für ein Idiot?
Sicher ist sicher. Sieht alles heil aus. Sehr gut. Dann los. Melden wir den Rebellen, wo sie ihr neues Spielzeug finden. Oh. Oh. Unglaublich. Hier gibt's noch mal einen Fertigkeitspunkt. Total vergessen und übersehen. Und ein Dokument ist hier noch. So, Dokument, gleich neben der Kettensäge. Das passt ja. Ach so, ich habe die Kettensäge genommen. Ach so. Ist hier noch irgendwas? Da ist noch ein Informationslager. Bei C. Ja, gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt. Oder wollt ihr das holen? Ist ja hier gleich um die Ecke. Ist es egal, wie ihr wollt. Sag mal, willst du Auspuffgase schnüffeln oder was? Ja. So. Da sind wir jetzt geflogen. Natürlich. Oh, wow. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre weiter. Mein Alter, unten an der Kufe binden will ich jetzt. Es ist unfassbar. Oh Mann. 2 Meter geflogen. So, wir sind da. Hätte ich fast gesagt, wäre ich mit dem Flugzeug hier noch vorbeigefahren. Na, dann würde ich sagen, dann hier ist noch ein Informationsding hier um die Ecke. Das ist schon wieder eine richtige Mission, ne? Nee, noch nicht. Doch. Das ist bei mir gelb. Das ist doch diese Informationsdinger. Ja, aber die kann man töten muss und so. Nein, ich doch nicht. Hier gibt es einfach nur was zum Abholen, oder? Also bei mir ist das Ding gelb. So ein Ausrufezeichen in Aktenformat. Ja? So? Ist doch alles hier gut. Hier sind doch garantiert Leute. Gott! Renn! Das Ding geht in die Luft. Siehst du, sag ich ja. Hier sind Leute. Einer weniger. Okay. Also ich dachte, man kann hier einfach hin und was abholen. Fertig. Nein. Aber gut zu wissen. Aber die haben uns noch nicht entdeckt. Also noch sind wir nicht entdeckt worden. Okay, jetzt schon. Nee, das ist nee. Noch nicht? Wir konnten nicht Alarm schlagen. Dann ist ja alles safe. Ha! Wie Profis! Wenn du die Dinger markierst, sieht auch, wenn er da irgendwie C4-Sprengstoff unterklatscht. Ja. Erstmal schön C4. Du darfst nicht vergessen, wir sind Geheimagent 007. Nicht töten! Glück gehabt. Erstmal drauf schießen, fast. Gut, dass ich nicht getroffen habe. Rede, du Wichser! So. Was wollen wir denn hier? Verhören. Ja, das habe ich. Ja, was? Finden, Nachschub, Überfälle finden. Interessant ist. Okay, da kommt Blau. Okay. So. Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Nur um sicher zu gehen. Mitsamt Navi. Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freundin um sicher zu gehen. Sag mal, hier ist. Achso, hier ist es. Wer will dem Kartell eins auswischen und einen Versorgungsheli für die Rebellen kapern? Dadurch gewinnen wir doppelt. Was man jetzt auf einmal hier alles findet. Erstmal schön ein Foto machen. Ich weiß, wo eine Santa Blanca Funkantenne steht. Gehen wir sie abschalten. Ich weiß von einem Kartellsender. Weg damit. Oh, guck mal, Hühner. Hallo. Schön Eier legen, ne? Ey! Oh. Unglaublich.
So, wie sieht's aus? Wir haben das, wir haben das. Also theoretisch haben wir alle Fragezeichen jetzt, oder? Ja, alle Fragezeichen. Jetzt haben wir nur noch Missionen, die wir machen müssen. Fragezeichen. Achso, auch auf, ne? Ja. Ja, dann würde ich fast sagen, bisschen Happy könnte uns doch einen Helikopter holen, oder? Wir könnten auch Auto fahren. Autofahren, da habe ich immer so ein Vietnam-Flashback. Aber okay. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für die heutige Folge. Sind schon wieder ein bisschen über der Zeit. Dann würde ich mal Ein bisschen. sagen, ja, ein bisschen. A little bit. Aber es hat sich gelohnt. Ach, ist ein Rahmen. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs auf den Tisch kloppen, ne? Warum geht's jetzt nicht aus? Hallo. Hä? Läuft bei dir, Björn. Es will nicht ausgehen. Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Nö. Sagt einfach, sagt einfach nö. Das will nicht. Moment.